Ja, guten Tag. Hier sind wir wieder bei Let's Play Gothic. Jo, wir haben ja sehr schwer zu kämpfen gehabt mit den Sumpfhainen im letzten Let's Play Part. Zum Glück ist das diesmal nicht der Fall. Heute können wir wieder gemütlich. Ja, heute haben wir wieder einen langen Weg vor uns von hier bis zum neuen Lager. Korngeist ist nicht da, also können wir ihn also nicht auch berichten, dass wir den Eimer noch schon haben. Ja, und den Foki, also bleibt der im Moment noch unwissend. Das können wir vielleicht zu unserem Vorteil machen. Oh nein, er ist gescheitert. Diese göttliche Mission. Oh. Und am Ende. Oh ja, super. Was war denn das jetzt? Ein Rücksprung in die Zeit. Halt, ich hab da was vergessen. Ah, hier liegt meine Rolex-Uhr. Nee. Ja, wir können wie immer mal Zwischenstopp im alten Lager machen, aber wir dürfen uns noch nicht so lange aufhalten. Wir müssen nämlich schnellstens ins Neue, um nämlich Kronos ist der einzigste Magier. Dann wie heißt der Kerl? Saturas. Übrigens merkt euch schon mal gleich alle, also wer merkt euch übrigens schon mal gleich alle Namen der Wassermagier, die werden in Gothic 2 kommen die alle nochmal vor. Da kommt dann der Kronos vor, der Nefarius, der Riordian, der Saturas, der Myxir und. Das finde ich ist cool, dass da so die Wassermagier, weil in Gothic 2 Story ist ja, sind ja mehr so die Feuermagier so mehr so wichtig mit dem Koristo. Dann wie heißt, nein, doch heißt der Koristo. Nein, der Christus ist hier. Wie ist der? Pyroka, genau. Pyroka und Uta und Santo, glaube ich, heißt der andere. Ich weiß es nicht mehr. Und so, aber dann durch die Nacht des Rahmen-Story kommen dann die ganzen Wassermagier noch dazu. Das ist ziemlich geil. Ist ziemlich cool, dass die dann noch in Szene gesetzt werden, weil, ja, Mann, die können ja nicht mit der Barriere untergehen. Ich meine, die wollen ja die Barriere in die Luft springen. Das klingt doch sowas von super. Die Barriere, ey. Das kann ich mir echt vorstellen. So die Barriere so wegspringen, dass alles innerhalb der Barriere explodiert. Somit dann auch die Barriere zusammenfällt und ja, ist vielleicht doch kein so guter Plan. Aber wenn die Barriere uns sagt, dass das ein super Plan ist, dann sage ich auch, dass das ein super Plan ist, ne? Weil ich habe jetzt schon gewusst. Ich habe. Obwohl. Wir haben ja was gegen die Gurus, wir haben gewusst, der Schläfer, entweder ist es ein impotenter alter Sack, der nur rumhuckt und macht, oder ihn gibt's gar nicht. Wir haben rausgefunden, es ist irgendwie so eine Art alter Sack oder so, ne? Oder, Tag ihr. Na, wir haben ja eigentlich Zeit. Ich höre mal ein bisschen zu, was die so reden. Na, wie geht's dir? Das ist wirklich nicht mein Problem. Oh. Der arme Butler hier tut mir richtig leid, wird voll ignoriert von seinem Freund. Ah nee, das hat er nur so, die haben wahrscheinlich so geredet, so ja. Ja, Gomez, ey, der hat letztens wurde von seiner Sexsklavin geschlafen. Das ist nicht mein Problem. Ja, man soll halt gut mit ihnen reden. Nein, die arme Sexsklavin wird jetzt wahrscheinlich wieder zu Iberon gesendet. Nachrichtenverbreitung ist ja hier nicht so das große Thema, weil, ja, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass Iberon getötet ist. Sag, wisst ihr das? Was? Ja. Also, wir sind lange gelaufen, also müssen wir auch lange schlafen. Der Held kann auch in einer Tour schlafen, das ist echt krank. Ja. So, sehr schön, im alten Lager ist es sehr schön, muss man ehrlich sagen. Und jetzt fängt es wieder an zu ruckeln, wie ich es liebe. Ich sollte echt das nebenbei hochladen lassen. Naja, das ist ganz klar wieder, ganz leicht wieder weggemacht. Ich rede einfach jetzt mal kurz mit Snuff, falls sich die Gelegenheit noch ergibt. Du hast gesagt, ich kann so viel von Krieg dem Eintopf haben, wie Erbseneintopf, ich nein, will. Erbsenein, wie komme ich Und jetzt auf das stimmt Erbseneintopf? Ich auch. bin doch kein. Danke, Snuff, wir lieben dich alle, du bist unser Held. Und jetzt läuft's wieder. Der Matt hat mich gar nicht angesprochen, das ist super, das ist ganz toll, das ist schön. Oh ja. Oh ja, in Extremo ist nicht zurückgekehrt. Schaut eigentlich.
Grim, ciao. Ich höre nicht mehr. Was die für Themen denn so haben, ne? Doch, grad ist. Ihr zwei seid scheiße. Ja, warum dreht ihr euch denn immer um, ne? Ich bin doch kein. Hier, ne? So. Und hier liegt überall Sperrmüll rum, ne? Hier sollte mal die Müllabfuhr vorbeikommen, so. Död. Na, da fällt mir ein, damit es hier vielleicht noch ein bisschen interessanter wird, könnten wir doch eigentlich die Snapper machen endlich mal. Die, wo hier schon lange hier im Wald ihr Unwesen treiben und immer wieder ein Butler fressen, der die Freiheit im neuen Lager sucht. Könnten wir doch auch mal hier vernichten. Das wär's doch, ne? Machen wir mal, hopp. Aber ich glaube, dazu kommt es nicht, Diggi. Auf so einem Gelecke habe ich echt keinen Spaß, habe ich echt keinen Fun. Da brauche ich schon echt sauberes Gefühl hier. Ja, noch schnell abspeichern hier. So, ich habe gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt ist das Spiel komplett abgestürzt. Ich habe es neu. Ja, deswegen, also das stürzt irgendwie öfters ab auf den neuen Systemen irgendwie, aber warum das so ist, weiß ich selber nicht. Muss ich mal in irgendeinem Forum halt mal nachgucken. Das ist das Tolle an Windows, wenn du ein Problem mit irgendwas hast, dann haben das schon 1000 andere vor dir auch schon und mindestens 100 davon wissen, wie sie es gelöst haben. Wo ist die andere Blutpflege nochmal? Hier. Okay. Oh, da sind noch ein paar Scavenger. Können wir gleich noch ein paar mehr Erfahrungspunkte abkratzen und ein paar mehr Fleisch. Fleisch, wir haben noch eh genug Fleisch. Was machen wir jetzt? Scavenger, Snapper. Ja, komm her. Puwele, puwe. Ey, das sind ja doch einige. Ach. Ja, komm her. Es ist schon hart, ne? Wir hatten anfangs Probleme mit Scavengern und jetzt können wir so einen Snapper da mit so viel mit so wenig Schaden einfach mal so killen. Das finde ich ist schon cool. Trank, sehr schön. Yum, 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 yum. Ein paar Eikräuter übrig geblieben. Ja, die Bären hat doch nicht alles verputzt. Sehr mir sehr ähnlich hier. Oh, die haben nichts dabei. Gehen wir noch schnell zu den Scavengern hier. Ich will meinen Bogen mal wieder benutzen. Ich bin so ganz außer Übung. Ja. Zack, 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 zack. So. Das Fleisch von denen können sie ruhig stecken lassen. Ist eh nichts dran. Wir haben eh über 60.000 Fleischstückchen. Da brauchen wir jetzt. Da kommt es auf diese Fleischstückchen nicht mehr an. Wie schön, dass es immer wieder so neue Monster gibt. Hier im Wald. Okay, ich sehe da oben schon wieder einen Scavenger. Oder? Täuscht das mich? Nee, das ist ein Büschel. Ein Büschel! Oh Gott. Wenn ich an Büschel denke, denke ich auch immer an Geraden. Das Geranbüschel. Mein absolutes Hassthema. Aber das ist, hat jetzt hier nichts verloren, weil hier wurde Mathe ja noch nicht mal erfunden. Hä, was ist Mathe? Also, nehmen wir mal an, du willst 100 Erz plus 100 Erz machen, ne? Was hast du dann? Ja, mehr Erz. Ja, gut. Ja, gut. Das ist, finde ich, sehr gut übrigens. In Gothic gibt es keine Kinder. Hey, die stören ja auch bloß, ne? Auch in Gothic 2 keine Kinder, ne? Da ist noch schön, da ist dann immer Kneipe, Waffenladen und ein Bordell. Alles, was halt hingehört. Alles, keine Kinder. Kinder, ne? Fehl am Platz. Also, total super Idee. Na, lässt ihr immer schön am Wasser verteilen. Oh, was macht ein Gorn hier? Naja, fragen wir doch einfach mal. Na, was geht, Bro? Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Ja, der Lester und ich sind... jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Ja, also, ja, es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ja, ne? Ich habe eine wichtige Botschaft für die Sumpfwürmer, die wo auch Sumpfhaie genannt werden. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Hobbylos, ne? Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist. Die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Auch hobbylos, kannst ne? Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Ja, Kronos, bei dem habe ich eh was. Gut, den habe ich den Auftrag erfüllt.
Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Mhm. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst... Naja, gut. Bis später. Yo, ciao. Ja, wir sehen uns eh bald gut und bald lernen wir... Und das finde ich jetzt gut, weil jetzt müssen wir die... Okay, ich will jetzt nichts verraten, was wir jetzt für eine Mission kriegen. Ja, was du mir zu sagen? Nein. Was wir jetzt machen, und da lernen wir jetzt die, unsere ganzen, wo ich gesagt habe, ja, yeah, das sind unsere Bros, die lernen wir jetzt da richtig kennen. Diego, Milton, Lester, Guan. Ja. Und dann unsere anderen Bros wie Gravo, die lernen, haben wir bei Inextremo schon gut kennengelernt. Ja. Und Grimace, ja, ne. Aber jetzt lernen wir halt unsere fünf Freunde hier mal kennen, ne. Wer sind die fünf Freunde? Warte, wie geht das nochmal? Wir decken jeden Fall auf oder so. Hm, keine Ahnung. Schon lang kein Hörspiel von denen gehört. Ja. Ja, die ganzen Ork-Waffen könnte ich eigentlich den Wolf andrehen, ne? Der steht darauf, der hat doch ein Faible für Ork-Waffen, oder? Nö. Das schneide ich dann wieder raus, diese Ladesequenz, weil das einfach mal zu ewig lang dauert, so. Egal. Hallo. So, Kronos! Ah, also ich habe erstmal die Botschaft überbracht. Ich habe deine Nachricht überbracht. Level plus 200 Erz. Hier ist eine kleine Läppisch. Schädigung für deine Mühen. Ja, danke. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein?